Und direkt weiter geht's hier. Nächste Mission ist da unten. Amirabo ist anwesend. Weil wir waren ja gerade bei Jacques Jumeau, genau. Und haben das Ding durchgesucht, weil er war, glaube ich, weil das ist das Anwesen des Silberschmieds gewesen. Er war ja der Sim. Und jetzt gucken wir, was wir erreichen. Er ist anscheinend der oberste Templer-Ding da und ein Weiser dazu. Nur weiß ich nicht ganz genau. Boah, ich dachte, ey, ich denke immer, wenn ich abspringe dabei, dass er genau dagegen klatscht. Ja. Dann war ich. Magnifique. So, spielen. Die Missionen gehen auch noch locker. Mit Marquis. Marquis? Oh Mann, Mira. Ah, ich weiß, ach, was weiß ich? Über diesen komischen Namen. Weil ich mir nicht Alice. Ach, Elise und Arnaud merken kann. Und noch weiter oben. Elise? Monsieur Mirabeau? Mirabeau. Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Tod. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also, dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. Was ist passiert? Eine Templernadel. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Elise, Elise, Elise. Gott, schon noch mit ihr? Nee, warte, da war auch noch was. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Nein, aber er wird. Nein. Du hast niemanden gesehen, als du ankamst? Nur den Diener. Er ließ mich rein, aber er kam nicht mit rauf. Aber er war vor dir hier. Hast du andere Diener gesehen? Nein, sonst keinen. Okay. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein Diener? Schauen wir, was wir noch im Schrank finden. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Elise, Elise, Elise. Die war's nicht.
Der weiß mehr. Der weiß definitiv mehr. Das ist das Problem. Und er, was ich auch vermuten kann, dass einer aus den Engkreisen ihn getötet hat. Und jetzt unter die Schuhe schieben will. Vertrauen kann ich beiden nicht. Das ist das Problem. Den einzigen, den ich vertraue, ist unser, naja, Belek, der mich immer Pisspot nennt. Komm, schnitzen, glaube ich, hier durch, ne? Ja. War das hier drinne? Kam denn da raus? Verdammt. War das jetzt im Ding drinne? Ah, will ich hoffen. Ja. Ist das. Arno, hallo. Hallöchen, Puppöchen. Na, wo ist er? Ah, ja. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Gut. Mit wem habe ich jetzt gesprochen? Nein, beschuldigen würde ich nicht mit dem Arzt sprechen. Gehen wir mal. Wie geht es dir? Gut, danke. Ist natürlich interessant. Ich wollte eigentlich einen Mordfall ja sowieso machen. Und jetzt haben wir sozusagen einen zum Klären. Passend und treffend. Nein, Elise. Das wäre. Die war ja ganze Zeit fast bei uns. Ja, gut. Man weiß ja nie, was zwischen den Sequenzen mal passiert. Töten hätte sie ihn können. Das wäre kein Problem. Rangabzeichen. Pipapo. Aber ich glaube nicht dran, dass ich es war. Entweder. Nee, auch nicht. Du bist ja, was Pist, gibt es für ein Problem? Ich fürchte, du musst ich glaube. Ja, war ich nicht. Gefällt mir die Musik. Entschuldigung. Da ich was. Eine Truhe war da? Okay. Ah, jetzt ich. Ab auf die Brücke. Ab auf die Brücke. Die Pont Marie. Die Klarlutsche Jobs. Clown und Jobs. Hallo hier. Gibt's eine Chance Kekse? Jo. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Woher weiß sie, dass ich hier bin? Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr. Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet! Verdammt, kommt wieder zurück! Langsamer! Wartet! Bleib zurück, du Monster!
Hallo. Oh. Ich habe nur ein paar Fragen. Der ist so schnell. Tut mir nichts. J'ai déjà eu mon content d'ennui. Merci bien. Ce n'était pas moi. Lass mich in Frieden. Nein, ich hätte dich doch fast. J'espère qu'il n'est pas sujet au vertige. Ich lasse mich nicht beleidigen. Langsamer! Warte! Bleib zurück, du Monster! Wo will er denn hin? Will er mich verarschen? Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Zweite Dosis? Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ja, gut. Machen wir noch, machen wir noch? Ja, machen wir noch. Schaffen wir noch.